Hallo ihr Neugierigen! Wie sah der Karriereweg von Ross Lynch von einem Disney- und Musikstar zum Idol von Chilling Adventures of Sabrina aus? Hat er sich von einem gut erzogenen, ja fast engelsgleichen blonden Mann zu einem unbraven Jungen entwickelt? Bleibt dran, um das zu erfahren! Ross Shore Lynch wurde am 29. Dezember 1995 in den Vereinigten Staaten geboren. Er ist eines der 5 Kinder von Storm und Mark Lynch, wobei alle seine Geschwister im Showbusiness tätig sind. Außerdem ist Lynch ein Cousin von Tänzern und Schauspielern Derek Hough und Julian Hough. Ihre Großmütter mütterlicherseits sind Schwestern. Die Ausbildung bekam er zu Hause, wurde im Singen, Tanzen, Gitarre und Klavierspielen unterrichtet und außerdem spielt er noch Schlagzeug. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er zusammen mit den Brüdern Riker und Rocky, der Schwester Rydell und dem Freund Ellington Radcliffe von 2009 bis 2018 die Band R5 gründete. Sie veröffentlichten zusammen 2 Studioalben, die auf der Liste Billboard 200 ganz oben standen. Außerdem machten sie 5 EPs, 13 Singles und 22 Musikvideos. Vielleicht könnt ihr euch an ihre Songs erinnern, wie etwa I Can't Forget About You, Pass Me By oder Smile. Im Jahr 2018 wurde jedoch angekündigt, dass die Band in dieser Form aufhört aufzutreten und nur Ross und Rocky weiter am neuen Projekt namens The Driver Era arbeiten werden. Ross ist jedoch nicht nur ein Musiker, sondern auch ein Schauspieler. Sein Debüt gab er 2011 als Austin Moon in der Disney Channel Serie Austin und Ellie. Da spielt er einen Teenager, der Sänger ist und zu einer großen Internetsensation wird. Diese Rolle spielte er in 4 Staffeln bis zum Jahr 2016. Damit gewann er ein großes, begeistertes Publikum und mehrere Auszeichnungen, darunter Teen Choice und Kids Choice Awards. Sehr erfolgreich waren auch die Songs aus der Serie Heard It on the Radio und Can You Feel It? Dann spielte Ross auch eine der Hauptrollen in Disneys Spielfilm Teen Beach Movie, dessen Soundtrack der 4. verkaufte Soundtrack des Jahres 2013 in den USA war. Und 2 Jahre später wurde noch der 2. Teil dieses Films gedreht. Der kleine Ross Lynch wurde inzwischen groß und ist heute 1,80 Meter. Daher suchte er nach ernsteren Rollen, um nicht für immer ein Disney-Junge zu bleiben. Und so erschien er 2017 in dem gut aufgenommenen biografischen Film My Friend Dharma über einen Teenager, der zu einem Serienmörder wird. Wie er selbst zugab, bekam er diese Rolle auch aus dem Grund, weil er körperlich ein wenig Jeffrey ähneln sollte. Und im Jahr 2018 wurde er zum Netflix-Star. Das verdankt er der Rolle von Harvey, dem Freund von Sabrina Spellman in der Serie Chilling Adventures of Sabrina. In einem Video, das er mit seinem Bruder gedreht hat, erzählte er, dass er während des Castings auf eine Idee kam, nämlich seine Haare zu färben, damit er nicht so wie die Hauptdarstellerin aussieht, die eine Blondine sei. Und da er es selbst gemacht hatte, endete es tragisch und er musste einen Friseur aufsuchen. Und der erwachsene Lynch ist sehr für seine ehrlichen Äußerungen bekannt. In einem Video für Cosmopolitan spielte er mit seinem Bruder Rocky Never Have I Ever. Und da erfuhren wir, dass die beiden einmal Sex im selben Raum hatten, sich mit Ex-Freundinnen des Bruders trafen und sogar einen Dreiersex hatten, wenn auch getrennt voneinander. Allerdings bezweifeln wir, ob ihm solche Geständnisse später in der Liebe und in zukünftigen Beziehungen helfen sollten. Momentan wird gemunkelt, dass Ross sich mit einer Freundin vom Set trifft. Gemeint ist aber nicht Kiernan Shipka, sondern Jess Sinclair. Allerdings haben die Betroffenen diese Gerüchte bisher nicht bestätigt. Vielleicht ist es euch nicht bekannt, aber Ross ist ein begeisterter Hockeyspieler. In einem Interview sagte er, dass er auf dem Eis sogar mehrmals pro Woche spielt. 2017 nahm er mit Justin Bieber sogar an einem Benefizspiel der NHL Charity teil. Außerdem erzählte der Schauspieler noch, dass er gerne surft und Snowboard fährt. Und für seine verschiedenen ausgefallenen Hobbys hat er natürlich genug finanzielle Mittel. Denn Celebrity Net Worth schätzt sein Vermögen auf 5 Millionen Dollar. Und nun wieder zurück zu euch. Was haltet ihr von Ross? Ist der Typ cool oder einfach nur unanständig? Was meint ihr, hat er Charme? Und wenn ja, verdankt er ihn seinen Filmrollen oder den Interviews? Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren und abonniert unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.